So, meine werten Damen und Herren, ich bitte um das Wort für die Pressekonferenz. Zu meiner Linken möchte ich erstmal Gästetrainer Uwe Buschner begrüßen und wie immer zu meiner Rechten Mike van Pogis und der Gästetrainer hat zuerst das Wort. Ja, ich habe es gerade zu Mike van Pogis gesagt, weil vielleicht Zeit mal von meiner Seite aus das Kriegsbeil zu begraben, denn heute ist, glaube ich, ein ganz guter Anlass für uns, sehr, sehr demütig. Und vor allen Dingen mit großer Bewunderung zu gratulieren. Denn ich muss ganz klar sagen, was Lotte heute auf den Platz gebracht hat, war erstklassig und was wir heute gespielt haben, war unterirdisch. Insofern ist, glaube ich, die Geschichte des Spiels relativ schnell erzählt. Wir haben, denke ich, gerade in der Phase, als das 1-0 gefallen ist, zwei entscheidende Situationen nicht optimal gelöst. In der einen Situation will der Silvio Pagano bei einem seiner Durchbrüche eben noch ein Schleifchen dran machen an die Aktion, statt zielstrebig abzuschließen. Das war eigentlich genau seine Position und ich denke, mein Kollege wird genau die Situation eigentlich bei ihm unterbunden gewusst haben. Wir sind da einmal durchgebrochen, machen nicht das Richtige. In der zweiten Aktion ist der Christian Postbischel völlig frei und muss den Ball eigentlich nur querlegen, sauber querlegen auf Thomas Kraus, der dann ins leere Tor läuft. Das ist uns nicht gelungen, auch zu steil gespielt. Und dann musste irgendwann das kommen, was irgendwo auch die Richtung des Spiels war. Denn die Richtung des Spiels hat Lotte vor allen Dingen durch dieses extrem aggressive Zentrum vorgegeben. Wir sind dann über diesen Diagonalball und die Volleyabnahme von Chabot Jalé 1-0 in Rückstand geraten. Und dann muss man leider sagen, sind wir von Lotte tatsächlich überrollt worden. Extremes Pressing, wir haben permanent nur in die Breite aufgebaut, haben eine unfassbar hohe Zahl an Fehlern produziert, die ich so von der Mannschaft bis jetzt, muss ich leider Gottes sagen, noch nie gesehen habe. Wir haben keinen Behauptungswillen im Zentrum gehabt, unsere Spitzen waren abgeschnitten, solange Thomas Kraus noch ins Laufspiel kam, war das ganz okay. Aber es ist uns zu keiner Phase gelungen, auch nur ansatzweise Spielideen umzusetzen, die wir eigentlich in der Hinrunde sehr, sehr häufig zu sehen bekommen haben von meiner Mannschaft. Und wenn man dann die Vielzahl an Kontersituationen sieht, die Leute zum Teil gut, zum Teil auch nicht ganz so konsequent zu Ende gespielt hat, aber wo wir mit sehr, sehr hohem Risiko sehr, sehr hoch verteidigen mussten, dann wäre heute mit Sicherheit ein 3-4-5-0 deutlich verdienter gewesen wie ein Anschlusstreffer von uns. Ich sage es ganz offen und ehrlich, manchmal ist das so. Weiß nicht, Mike, ob das dir manchmal auch so geht. Ich bin völlig schockiert und auch immer noch ein Stück weit ratlos, wie diese Leistung von unserer Seite aus zustande kommen konnte. Nochmal, es war mit Sicherheit sowohl läuferisch als auch fußballerisch von Lotte heute, gerade wenn man die Platzverhältnisse noch in Relation sieht, ein sehr, sehr starkes Spiel. Aber wie wir heute global neben den Schulen gestanden haben, das war schon extrem. Und ich glaube, so als Abschluss den Tag so richtig abgerundet hat, unser 2-0. Das war eine Slapstick-Einlage vom Allerfeinsten und hat dann irgendwie zu unserem Spiel heute gepasst. Ich glaube, wenn man dann, ja, das Ganze mal so in die Zukunft beleuchtet, dann müssen wir uns schon deutlich steigern, um in der Spitzengruppe nachhaltig auch uns etablieren zu können. Und ja, wenn ich dann mal so sehe, dass wir heute zum zweiten Mal vor ganz Deutschland Fußball spielen konnten, oder zumindest jeder, der einschalten wollte, konnte uns sehen. Und wenn dann Leute im Osten, Süden oder Norden sich dann die Frage stellen, wie kann Fortuna Köln am Oberhausen verloren und keine gute Leistung abgeliefert, wir waren heute schwach, dann kann man schon berechtigt sich die Frage stellen, wie kann diese Mannschaft eigentlich so lange an der Spitze gestanden haben. Heute war das keine gute Leistung von uns und sehr, sehr viel Steigerungspotenzial. Nochmal Glückwunsch an Lotte und absolut verdienter Sieg. Dankeschön. Ja. Mike, Chapeau. Kompliment an deine Mannschaft, ganz stark gelassen. Vielen Dank, Uwe, für die Glückwünsche und hast, denke ich, das Spiel schon sehr gut analysiert. Dem kann ich im Grunde auch wenig nur hinzufügen. Ja, natürlich großes Kompliment an meine Mannschaft. Die hat über 90 Minuten sehr, sehr intensiv und viel gearbeitet. Und das war letztlich sicherlich auch ausschlaggebend, gerade bei diesen schwierigen Platzverhältnissen. Beide Teams kamen zu Beginn auch nicht gut in diese Partie hinein. Die Bodenverhältnisse waren sehr schwierig. Wir haben dann relativ viele lange, unkontrollierte Bälle gesehen, die ich auch so nicht kenne, gerade von einigen Spielern aus den hinteren Reihen.
Ja, wir mussten uns dann so ein bisschen umstellen, auch hatten gerade zu Beginn große Schwierigkeiten auch im Absetzen, im Sichern, im Defensivbereich. Da hatten wir zwei, drei Abstimmungsschwierigkeiten, da können wir auch in Rückstand geraten. Da bin ich froh, dass wir die Situation lösen konnten. Wichtiges Tor natürlich von Amir Shahbazadeh, der da eine Klasse unter Beweis gestellt hat, er nimmt den mit vollem Risiko. Und der hat dann eine große Klasse und macht ein tolles Tor. Das hat uns dann auch mal für einige schlechte Minuten dann entschädigt und ich denke, da hat sich jeder Zuschauer auch gefreut über so eine tolle Szene. Ja, das 2-0 war wirklich absolut kurios, war dann für uns natürlich sehr positiv, denn 1-0 ja, kann dann zum Schluss auch noch etwas enger werden. Wir müssen im Grunde das dritte Tor machen, aber okay, den fallen wir jetzt nicht mehr nach. Wichtig war, dass wir einen guten Start hinlegen, wir haben seit Wochen nicht auf Rasen trainiert. Und dementsprechend war die Umstellung schon groß. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich erstmal allen Helfern einen riesen Dank aussprechen, denn dass hier überhaupt gespielt werden konnte, das war eine unglaubliche Arbeit, die hier gemacht wurde, gerade am Samstag. Und da waren ganz viele Menschen hier, ich weiß gar nicht, 16 Stunden beschäftigt, ob das vor allen Dingen natürlich unser Platzwart war, der hier extrem aktiv war mit Manfred Wilke, der hier von 8 Uhr bis 3 Uhr nachts den Platz freigeschaufelt hat. Unglaubliche Leistung. Und vielen Dank natürlich in die Richtung von allen Helfern. Das war großartig. Und das war heute natürlich für uns wichtig, dass wir spielen konnten. Ja, der Start war gut. Jetzt muss es weitergehen. Wir haben jetzt knapp 12 Tage Zeit, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Und so wollen wir weitermachen. Und herzlichen Dank für alle, die hier waren, für die Unterstützung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Einsatz. Vielen Dank. Vielen Dank, Mike. Und das war der Presse. Herr Balbures, wir wollen jetzt 12 Tage lang die Spannung hochhalten bis zum nächsten Spiel. Gibt es da noch ein Testspiel in diesem Wochenende oder was haben Sie da vor? Ja, es kann gut sein, dass wir jetzt kurzfristig natürlich am Wochenende nochmal testen werden. Gegen Teams, wo jetzt wahrscheinlich Spiele ausfahren werden, werden wir dann vielleicht nochmal auf Kunstrasen ausweichen. Ja, ansonsten die Spannung ist ja vollkommen da. Wir wollen weiter gut und erfolgreich spielen. Das ist die Zielstellung. Wir haben 16 Spiele vor der Brust. Jedes Spiel ist ein Endspiel. Wir können uns nicht ein einziges Mal ausruhen. Und wichtig war der gute Start heute. Und jetzt beginnt die Vorbereitung auf Fortuna Düsseldorf. Ja, gibt es weitere Fragen der Presse? Herr Walpurgis hier gegenüber sagte eben, jetzt ist mal Zeit, das Kriegsball zu begraben. Ist es das aus Ihrer Sicht auch? Oder fällt Sie das jetzt auch an? Also ich finde das erstmal eine große Geste auch von Uwe. Wir hatten ja schon die eine oder andere größere Diskrepanz. Aber es bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier auf verfeindete Trainer machen, sondern es ist einfach dann auch, wir sind Vorbilder für unsere Spieler und ich denke, das ist sehr positiv, dass er eben auf mich zugekommen ist und ich sehe das genauso und wir werden sicherlich dann auch mal das eine oder andere Bierchen oder auch ein Wasser trinken zusammen. Danke, Mike. Weitere Fragen? Mikrofon stehen. Alles im Kasten? Keine Fragen mehr. Okay, dann schließe ich.